Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ja. Ja, soll man jetzt heute froh sein oder traurig oder? Also ich weiß es nicht, ne? Wenn ich sehe, wir hatten ja im Nachklapp zu dieser Schuldenbremse auch die Ökonomisierung von Ärzten, Krankenhäusern und dem ganzen Gedöns, ja. Das sollten ja über Fallpauschalen und tralala alles billiger werden und vor allem besser, viel, viel besser, ja. Ja, seit Ulala. Genau. Die Schmidt-Ulla war da, glaube ich, diejenige, die den Hut auf hatte, ja. Naja, und der Karl probiert es jetzt nochmal, ne? Anders will ich das jetzt mal nicht nennen. Ja, mit Herzblut und Empathie versucht er uns sein neues Konzept. Eigentlich ist er ja ein armes Schwein, ja. Ja, armes Schwein als Professor eher nicht, aber gut. Nee, Reform hin, Reform her, da muss ein bisschen mehr passieren. Und nicht alles nur auf Kosten der Versicherten und Beitragszahler, sondern da muss man auch nochmal genau hingucken, ob man nicht bei den Finanzierungsstrukturen ein bisschen was verändert. Ne? Also wir fordern seit 35 Jahren eine Bürgerversicherung und wenn wir in der Regierung sind, dann will man der Koalitionspartner nicht, dann will man jener nicht und die Minister sind immer froh, dass die auch nicht kommen. Ich verstehe es ja, dass das so läuft, aber Verständnis dafür habe ich nicht. Also die in Anführungsstrichen besser Verdienenden, die werden ja keinen Deut ärmer dadurch, wenn sie hinsichtlich der sozialen Abgaben ein klein wenig höher belastet werden. Es ist ja kaum Last für sie. Ja? Es kann mir keiner erzählen, dass dann unsere gesamte Volkswirtschaft kaputt ginge, wenn da nicht noch ein bisschen mehr gesucht würde an Gelder, die man brauchen könnte. Und was mich auch nervt, ist, dass diese Strukturen bleiben, wie sie bleiben. Ja? Ich weiß, diese Ärzte, die haben Macht, ja, und die können verhindern, und das tun sie ja auch mit Erfolg, aber Kassenärztliche Vereinigung, also ein Mist gehört weg, 140 Krankenkassen gehört weg, ja, das ist doch... Das sind alles Relikte aus der NS-Zeit, also da dürfen wir auch mal keinen Zweifel dran lassen. Ja, ja. Und statt dass die eigene berufsständische Gewerkschaften begründen, haben die dann eigene Kammern serviert bekommen, ja, die mit zweifelhafter Qualität vor sich hinwerkeln, ja. Naja. Und überall hocken sie und ziehen ihr extra Geld ab. Ja, das ist ja nicht so, dass diese Ärztefunktionäre da nur den Bürojob bei der KV haben oder so. Nein, die sind ja auch noch niedergelassene Ärzte oder haben sogar ein ganzes Ärztehaus unter sich. Die haben ja ihr Einkommen schon. Ja, klar. Ja, also wir können aber auch nochmal nach Europa gucken. Ne? Gestern ist ja der Wladimir Zelensky herumgereist, ja. Wolodymyr, musst du sagen. Das ist ukrainisch. Wladimir ist russisch. Achso, ist russisch. Ja, Wolodymyr. Und Willy ja, Brandt hat hat auch vorhin sich sich stets eingehandelt. bemüht. Aber Olaf Scholz kommt nicht zu Potte, nochmal dafür halten. Also ich finde... Olaf hat Angst. Nicht Olaf hat Angst. Husten, das darf er nicht. Das war ja mal eine Werbung vor 20 Jahren für irgend so ein Hustenmittel. Aber Olaf hat Angst, ja. Ja, ich glaube, dass das nicht hilfreich ist, weil also... Angst fressen Seele auf, wird nachher als eine Überschrift bei mir stehen. Genau, Angst fressen Seele auf. Und das ist auch gar nicht gut, weil diese Autokraten in Moskau und in Peking, die ja übrigens ging heute bei T-Online durch, jetzt wohl ganz offensichtlich die Drohnenlieferanten sind, sind wahrscheinlich ein paar chinesische Schriftzeichen drauf. Naja, die Iraner fallen ja bald aus, wenn das so weitergeht. Das Schlimme ist übrigens mit deutschen Triebwerken. Limbach-Triebwerke, gefertigt in China, fliegen gegen die Ukraine. Und das geht nicht. Also nichts gegen Olaf und auch nichts gegen Angst, fressen Seele auf, aber das ist für mich ein Tick zu viel. Ja. Also, Was ist mit diesen deutschen Firmen? Naja, die Chinesen haben diese Firma Limbach, die Drohnen-Triebwerke liefert für diese Gleitdrohnen,
anscheinend auch gekauft, haben ein Werk in China installiert und liefern jetzt an Putin. Ja, mit unserer Technologie. Ja, Na, ich das ist kann da doch. nur den Kopf schütteln. Dass Europa sich sowas gefallen lässt, kann gar nicht sein. Ich hoffe, dass Macron und die anderen, die heute Biden treffen, da auch nochmal verstehen lernen. Aber am schwierigsten verstehen es die Deutschen, dass wir als Europa es uns nicht leisten können, weder von Amerika abhängig zu sein, noch von China, noch von Russland. Wir müssen als Europa mal auf eigenen Füßchen stehen, ne? Ich würde mal sagen, die sollen mal alle zu dritt, zu viert, ne, zu viert sind sie ja dann, in die Air Force One einsteigen und bis Peking mal kurz durchfliegen, dort aufschlagen und dem Xi Jinping mal deutlich machen, dass auch wirtschaftliche Zusammenarbeit auf bestimmten Grundlagen fußt. Ja. Wenn die Kriegstechnik nach Russland gegen einen erklärten Gegner des gesamten Westens Ja. liefern, dass dann da eine Grenze überschritten ist. Punkt, Das ist fertig, kein aus. freundlicher Akt. Das ist kein freundlicher Akt. Nein. Ja. Was wollen wir machen? Also, ich glaube, wir tun gut dran, das auch mal zu problematisieren und aufzugreifen. Jetzt war ja gestern auch diese Freudenmeldung über die Hamas da. Rütte hat zu Recht gesagt, Hamas-Führer, ich werde ihn nicht vermissen. Ich auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Wer glaubt, unschuldige, feiernde Menschen in einem Maßstab von über 1000 mal so nebenher umbringen zu dürfen, weil die ideologisch nicht in den Kram passen und hinterher zu schreien, ich verstecke mich unter Schulen und Krankenhäusern und ihr seid die Bösen. Naja, Also so geht das nicht. bei aller Unbill, Ja. den die Palästinenser erleiden müssen, aufgrund von Falschentscheidungen der Großmächte seit, was weiß ich, Anfang des 20. Jahrhunderts, ja, bei aller Unbill kann es nicht sein, dass man solche Mörder feiert. Sie. Insofern halte ich alle diejenigen, die meinen, solche Menschen hochzuhalten und zu behaupten, es seien Märtyrer für die palästinensische Geschichte, ja, für die palästinensische Sache, halte ich sie nicht mehr für unschuldig, nicht mehr für ganz unschuldig. Es tut mir leid, ich muss mich distanzieren, so wie die Deutschen sich vom Unrecht der Nazis gegenüber den Juden und anderen Völkern in Europas deutlich distanzieren mussten. Ich weiß gar nicht mal, ob die meisten das wollten, aber es blieb uns nichts übrig, als zu sagen, das ging so nicht und das darf nie wieder sein. Müssen auch normale Menschen auf der Straße irgendwo in Gaza oder in einem Flüchtlingslager nahe Beirut oder so deutlich machen, dass sie diese Art militaristische Politik nicht gutheißen. Ja, genau. Nein, ich glaube auch, dass die Bevölkerung in Gaza die Schnauze voll hat, in großen Teilen von dieser Hamas-Politik und von dieser Hisbollah-Politik. Denen muss man dann auch nochmal mehr Stimme verleihen. Das Problem ist, das Geld kommt aus Iran, so wie bei den Ja. Taliban das Geld auch woher kam. Die Bevölkerung in Afghanistan hat sich nicht wehren können gegen die Taliban-Übernahme. Selbst wenn sie es gewollt hätten, Ja. hätte nicht funktioniert. Die waren militärisch überlegen, die haben die Macht gehabt und die haben sie immer noch und die bauen sie aus. Ja. Also auch das an dem Thema bleiben wir auch dran. Wir können noch mal so ein bisschen Binnennachfrage diskutieren, die Gewerkschaften. Und da stellt euch drauf ein, wird es von Tag zu Tag jetzt mehr Streiks geben, wenn die Arbeitgeber nicht mal vernünftige Angebote machen. Werden jetzt streiken. Ich glaube, die IG Metall hat schon angefangen oder fängt die Tage an. Und die werden nicht nur eine Stunde einen Warnstreik machen, sondern die werden länger streiken. Verdi steht auch in den Startlöchern. Und ich finde die Streiks auch gut begründet, weil die wirtschaftliche Lage ist nicht so schlecht, wie sie immer von den Arbeitgebern geredet wird. Das muss man auch mal deutlich, glaube ich, sagen. Und die Gewerkschaften haben das alles analysiert. Ja. Aber auch die Politik hat da ihre Aufgabe zu erfüllen oder ihre Aufgaben. Sie haben nämlich das Land endlich mal so zu modernisieren, dass Wirtschaften auch wieder an der Stelle etwas günstiger wird. Vielleicht stellen sich dann
Unternehmer nicht ganz so bockbeinig an, wie sie es jetzt tun. Ja. Ja. Also Aber es das gibt unterschreibt ja eben. auch, ja, alles halbherzig, wie diese Ja. Gesundheitsreform. Oder wie jetzt Messer nochmal extra verbieten wegen Solingen. Das ist alles Quatsch. Ja. Ja, sie sollen Nein, ordentliche Gesetze machen, man dass wurde. sie diese Leute rechtzeitig rausfiltern, ja. Ja, nein, also wirklich den Politikern, die professionell noch unterwegs sind, ans Herz gelegt, nicht nur auf die Feiern zum 100-jährigen Bestehen des Hühnerzüchtungsvereins gehen, sondern auch mit den Leuten reden und nicht nur Jubilarreden halten, sondern auch mal gucken, den Leuten aufs Maul geschaut, sagt man hier, was die Menschen denken. Und dann muss man auch keine Messer, die sowieso schon verboten sind, nochmal verbieten, sondern da gibt es andere Möglichkeiten, da auch mehr durchzugreifen. Wir zwei diskutieren heute Abend wieder, unter anderem wahrscheinlich auch zu dem Thema IP-Speicherung, ja, also Auf jeden Fall, ja. dieses Unglückselige, jeder Arsch kann mir anonym eine E-Mail schicken, ohne sich ja, preisgeben zu müssen. Das geht so nicht weiter. Das ist einfach kindisch, was Politik da versteht Und du von. kannst dich nicht wehren dagegen. Du hast keine rechtlichen Ja. Möglichkeiten. Die Ja. Polizei, wenn du eine Ja. Anzeige in der Online-Wache abgibst, dann nach einem Vierteljahr kommt die Staatsanwaltschaft und sagt, wir konnten den Absender nicht ermitteln. Ja, was ist Ja. denn das? Ja, genau. Da haben wir eine ganz andere dezidierte Auffassung. Könnt ihr mit uns drüber streiten? Wie gesagt, heute Abend in unserem Clubsalon, Kaminsalon, die URL legen wir in die Kommentare. Ab 20:15 Uhr ist da irgendjemand von uns da und andere kommen dazu. Ist immer interessant und spannend. Schaut mal rein. Für heute war es das jetzt erstmal. Ja, lang genug. Genau, bis morgen.